Am Mittwoch, 27. Juli, bekam Influencerin Jelic Gotz, 28, unerwarteten Besuch. Wie Tag24.de berichtet, verkündete die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story, dass plötzlich die Polizei vor ihrer Tür stand. Doch die beiden Beamten wollten keineswegs Jelic Gotz belangen. Sie waren vielmehr auf der Suche nach ihrem Ex-Freund Jimmy Blue Ochsenknecht, 30, mit dem sie die gemeinsame Tochter Snow Elanie, 9 Monate, hat. Da Jimmy Blue Ochsenknecht nicht in der Wohnung war, mussten die Beamten allerdings zunächst unverrichteter Dinge wieder abziehen. Sie sind weiter auf der Suche nach dem Schauspieler, dem sogar Gefängnis droht, und das wegen eines eigentlich harmlosen Vergehens. Jimmy Blue Ochsenknecht hat Strafzettel nicht bezahlt auf Anfrage von Tag 24. D. erklärte ein Pressesprecher der Generalanwaltschaft Berlin, warum die Polizei auf der Suche nach dem 30-Jährigen ist. Herr Ochsenknecht hat 2 Bußgeldbescheide wegen Falschparkens in insgesamt 3 Fällen am 17. (18. und 20. Februar 2020) bislang nicht bezahlt. Jimmy Blue Ochsenknecht muss zahlen oder ins Gefängnis. Die ausstehende Summe beläuft sich auf 165 Euro. Und wenn der Schauspieler diesen Betrag nicht umgehend bezahlt, droht ihm eine Erzwingungshaft von 7 Tagen. Und aus diesem Grund wurden die Beamten jetzt auch bei Jelic Gotz vorstellig. Ihre Hannoveraner Wohnung war Jimmy Blues letzte Meldeadresse. Inzwischen soll der Schauspieler, der jetzt mit der Rennfahrerin Laura Marie Geisler, 24, liiert ist, wieder in München leben. Jimmy Blue Ochsenknecht gibt sich gelassen, dass Jimmy Blue Ochsenknecht die ausstehende geringe Summe noch nicht bezahlt hat, überrascht. Bisher hat sich der Schauspieler nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert. Auf Instagram postete er lediglich den Satz: Notiz an mich selbst, fokussiere dich nicht auf das Negative. Ob er damit seine drohende Haftstrafe meint, ließ der 30-Jährige allerdings offen.